all diese Tote? Norman, Jimmy, Max, im Zweiten Weltkrieg gefallen, während ich mich in alten Pensionen verkroch in Philadelphia und San Francisco und mir Mozart und Bach anhörte. Anderen erging es anders. Bei George war es ein Leberschaden. Dale starb an übersteigertem Ehrgeiz. Nick ging auf die üblich harte Tour drauf. Krebs. Für Harry waren eine Frau und 5 Kinder der Tod. Jimmy hat es richtig getroffen, als er es mit seinem Bomber trotz brennender Motoren zurück nach England schaffen wollte. Norman hat es richtig getroffen, 3 Stunden, bis er am 16 japanischen MG-Kugeln starb. Uns andere hat es erst jetzt eingeholt. Wir sitzen rum, lesen die Comicstrips in der Zeitung und trinken warmen Wein, rauchen selbstgedrehte. Abends um 6 betören wir unser Blut und unser Wesen, während wir durch Spinnweben latschen. Wir haben, was uns zukommt, die Raben, die Wellen, die müden Sonnenuntergänge, die müden Mitmenschen. Manchmal ist erst nach einem ganzen Leben Schluss. Und manchmal geht es ruckzuck. Das war ein kleiner Ausschnitt aus einem Hörbuch, einer Hör-CD. Text von Charles Bukowski. Eine Kultfigur im Amerika der Nachkriegszeit. Gelesen von Michael Simolka. Eine sehr schillernde Figur aus Augsburg. Gescheiterte Existenz werden wohl die Spießbürger seiner Zeit gesagt haben. Mit Mühe und Not nach 2 Ehrenrunden Abi. Studium, keine Ahnung. Vermutlich geschmissen, dafür Musiker. Rundfunk-DJ im privaten Rundfunk, Bücherschreiber, unter anderem ein Hippie-Lexikon gibt es von Hans Simolka. Und diese Hör-CD. Simolka SY, Simolka liest Charles Bukowski. Solltet ihr unbedingt googeln und euch bestellen, gibt es so, glaube ich, so plus minus 12 Euro auf Amazon. Empfehle ich ja nicht gerne Amazon. Leider kommt man sehr oft nicht um diese dubiose Firma herum. Apropos dubios, Simolka ist auf Facebook zum Beispiel und postet da Sachen, die ich ganz schrecklich finde. Da muss man sich schon fragen, was ist aus dem Althippie, der er möglicherweise war oder auch nicht, geworden. Das klingt alles sehr populistisch. Und zwar populistisch im Sinne von, ich bilde mir erst eine Meinung und die kann richtig unüberlegt sein, die kann sehr konservativ sein, die kann einmal gegen das bestehende System sein. Und zum anderen dann übernehme ich wieder komplett alle Denkweisen dieses verhassten Systems, weil sie gerade richtig gut passen, um gegen Ausländer eventuell loszulegen oder über die angebliche Benachteiligung Deutschlands innerhalb der EU und
der Wirtschaft in der EU, so wie ich kürzlich erst etwas ganz Bitterböses über ihn gelesen habe oder von ihm gelesen habe, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Ich weiß ja, dass einige meiner in Gänsefüßchen linkeren Freunde sich lange schon von ihm verabschiedet haben. Ich hatte sehr viel Spaß eigentlich an diesen Diskussionen teilzunehmen. Natürlich nicht ernsthaft, weil A, ich ihn selbst leider überhaupt nicht ernst nehmen kann. Vielleicht habe ich die Zeit verpasst, wo man das konnte. Und die Leute, die sich an seinen in Gänsefüßchen Diskussion beteiligen, ja, da waren schon ein paar drunter, die ihm Kontra gegeben haben. Aber im Großen und Ganzen war das ein netter Gag, eine nette Freizeitunterhaltung für so Zeiten abends, wenn man nicht mehr wach genug ist und entspannen will. Ich habe ihn da in verschiedener Weise versucht zu provozieren. Eigentlich nie Meinungen von mir geäußert. Ich habe ja sowieso keine feststehenden Meinungen. Meine Meinungen sind ja noch in Arbeit. Aber immer versucht mal, wie reagiert er, wenn ich aus der Ecke schieße? Wie reagiert er, wenn ich aus der Ecke schieße? Wie reagiert er, wenn ich ihn lobe? Da hatte er sein größtes Problem. Als ich ihm das erste Mal auf einem Post eine Bestätigung schickte, ja, du hast recht, du bist der Klügste und Größte und so sehe ich das auch. Und ich habe sogar noch ein paar Argumente zusätzlich, um deine Meinung zu untermauern. Da hat er mich rausgeschmissen bei Facebook. Ich glaube es jedenfalls. Ich will ihm da nicht Unrecht tun. Vielleicht hat er mich auch nicht rausgeschmissen. Irgendwie komme ich nicht mehr ran. Irgendwie heißt es plötzlich, ich müsste wieder eine Freundschaftsanfrage schicken. Das muss ich aber jetzt nicht haben. Aber wie gesagt, es gibt auch das Hippie-Lexikon noch. Sehr billig sogar, so für 2 Euro oder was. Und da finden sich sogar ein paar Zeilen über die Nürnberger Rockband Ihre Kinder, Deutschrock. Das sieht er zwar total anders als ich, aber das ist okay so. Das ist okay. Entweder hat er sich erst später mit der Gruppe beschäftigt, in den 80er Jahren, weil er findet die Spätwerke gut, Ihre Kinder, Meistersinger und so, und die ersten LPs, also leere Hände von Ihre Kinder, da ist er ziemlich am Schimpfen. Wie auch immer, das ist okay, das ist musikalischer Geschmack und das ist auch Gefühl für die Sprache, obwohl er ja selber auch als Poet unterwegs ist. Es muss wohl auch ein Gedichtband von ihm geben, Innenleben oder so ähnlich, oder Innereien, irgendwas in der Richtung. Aber so wie er auf Facebook geschrieben hat, habe ich nicht den Eindruck, dass er ein besonders liebevolles Verhältnis zur deutschen Sprache hat. Wie auch immer, also, Charles Bukowski ist mindestens genauso umstritten, zumindest in meiner Denkerstirn. Der hat wohl hauptsächlich dadurch so von sich reden machen können, dass er der Erste oder einer der Ersten war, die unheimlich ehrlich geschrieben haben, den Finger direkt auf die Wunde gelegt und dann noch kräftig gerührt, bis es schmerzt ohne Ende. Der auch für das ja immer noch sehr, siehe Facebook, sehr keusche Amerika nach außen hin, ja, alles Show natürlich. Dieses keusche Amerika hat er halt erschreckt durch Beschreibungen
aus dem dünnen Milieu oder aus seinem eigenen Sexualleben. Ich sehe da ein bisschen den Zusammenhang zwischen dem, was er geschrieben hat, nicht die Art wie, aber das, was er geschrieben hat, sehe ich den Zusammenhang zum Punkrock und später auch zum Rap, nämlich dort, wo Punkrocker oder Rapper oder sonstige alternative Underground-Künstler sehr genau, sehr penibel das soziale Leben beschreiben, in dem sie zurechtkommen müssen, in dem sie aufwachsen, das sie erleben. Aber interessanterweise dieses Leben zum Kotzen finden und Scheiße finden und kritisieren ohne Ende, ohne aber das System zu kritisieren, sondern im Gegenteil. Beispiel, da wird immer sehr gerne Unterdrückung kritisiert mit allem Recht der Welt. Andererseits aber die Unterdrückung der Mädels durch Punkrocker oder durch Hip-Hopper, durch Luden, durch Gangster, durch Zuhälter-Rapper, die wird heroisiert. Und das ist der große Widerspruch. Und auch bei Charles Bukowski weiß man deswegen nicht so ganz, ob er das, was er schreibt, schreibt, um zu zeigen, schau, so geht's ab. Und ihr müsst euch jetzt Gedanken machen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Oder ob er das wirklich heroisiert. Wenn man liest, wie er über die Frauen schreibt und wie er sie behandelt und wie er mit ihnen lebt, dann hat man schon den Eindruck, es ist ihm wichtig, sich da als den großen Frauenversteher und Womanizer darzustellen, anstatt hier Sozialkritik zu üben. Aber ich habe nicht genug von ihm gelesen und auch diese hier, Hör-CD. Als er nach ihr hechtete, prallte er an ihrem dicken Hintern ab und landete im Gras. Sie rannte zu ihrem Wagen, warf den Motor an und peste los. Boldi kam zurück. Also ich habe auch Scheiße. Da noch nicht genügend gehört. Ich werde mir das mit allem Genuss durchhören. Ich habe mal Charles Bukowski ganz interessant gelesen auf dem Klo. Das lag nämlich, ein Buch lag da auf der Toilette des damaligen Rundfunkmoderatoren und ich glaube, der war der Chef von Radio Euroherz damals, so im Jahre 1988, 89 in dem Dreh. Da hatte ich mal einige Urlaubsvertretungen, wo ich Sendungen machen durfte auf Radio Euroherz für Leute, die in Urlaub waren, weil ich gerade dabei war, das Musikarchiv für Radio Plassenburg-Kulmbach aufzubauen. Und da gab es noch nicht einmal so richtig eigene Räume. Und da habe ich bei diesen Euroherz-Menschen extrem sympathische, ich vermute mal Späthippie oder Althippie, ehemaliger Hippie und jetzt im Radio als Althippie tätig. Bei dem, glaube ich, habe ich sogar übernachtet und auf der Toilette lag Charles Bukowski. Und eins für die Maloche. Meine Arbeitsschuhe waren schwer und schwarz und steif. Manchmal hatte ich beim Anziehen elende Schmerzen. An den Zehen waren sie steinhart und aufwärts gebogen. Aber ich kriegte sie an, auch verkatert in der Morgenkälte. Na dann, dachte ich, auf ein neues. Für einen miesen Lohn schuften und dafür sollst du auch noch dankbar sein? Schließlich haben sie dir vorhanden den Vorzug. Ja, für einen miesen Lohn schuften, er hatte ja auch so, und vieles von dem taucht da auf, weil es autobiografisch ist, auch so eine
Könnte sein, dass das eine ähnliche Karriere war wie die des Herrn Simolka, nur dass sie dann tatsächlich irgendwo auch in Erfolg gemündet hat. Beim Simolka scheint es mir ja so, dass er mit Hängen und Würgen und immer mit sehr viel Unterstützung von der Stadt Augsburg und was weiß ich von woher, scheint mir so. Genaues weiß ich auch da nicht. Jedenfalls, Bukowski hat ja bei der Post gearbeitet als Zusteller oder als Postsortierer und einiges mehr, vielleicht auch gelegentlich auf Kosten seiner Ladies, hatte auch irgendwo im Verlegerwesen jemanden, der ihn ausgehalten hat, wie auch immer. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Charles Bukowski, die Hör-CD, gesprochen von Michael G. G. Nicht vergessen, den G. Nicht vergessen, der G. ist immer ganz wichtig. Michael G. Simolka. Googeln. Günstig erwerben. Das Buch dazu. Hippie-Lexikon. Inklusive einer ganz kurzen Eintrittelseite, die Einschätzung Herrn Simolkas bezüglich der Nürnberger Deutschrock-Pioniere, sondern hier nicht Ernst Schulz, Tommy Röder, Mupp Groh, Walti Schneider, Oles Frenzel und wie sie alle hießen, ihre Kinder. Zieht's euch rein. Ich hoffe, er ist nicht sauer, dass ich ihn da auf YouTube stelle. Es soll ja wirklich Werbung sein. Und ich betone noch einmal, was ich über Simolka und über Bukowski sage, das ist sehr subjektiv. Das ist auch nicht ausgereift. Ich kenne beide zu wenig, um ein endgültiges Urteil mir bilden zu können. Das soll sie aber auch nicht sein. Ihr seid dran, euch ein Urteil zu bilden. Und wenn ihr sagt, Stoni, du hast dich wie immer, wie ausnahmslos immer hammermäßig geirrt, in dem einen, dem anderen oder beiden, dann lasst mich wissen, meldet euch auf Facebook, Reinhard Steinbrecher, oder auf YouTube über die Kommentarspalte oder googelt einfach und ihr kriegt schon Kontakt zu mir. Ich freue mich immer über ein Feedback. Have a nice day!